Danke, danke. Ja, hallo ihr alle. Ich bin das Kameramann vom Abgeordnetenhaus. Denn, wie alle schon das gesagt haben, es ist total wichtig, dass wir diesen Druck weitergeben. Dass ihr nicht immer nur bei uns hin und her springt und uns kaputt macht, sondern dass wir den Druck weitergeben, dass sich was ändert. Und dafür ist natürlich auch Schule muss anders dabei. Und ihr seid nicht die Einzigen. Am 1. Juni, am Tag des Kindes, waren wir mit so vielen Menschen auf der Straße. Nicht nur auf Berlin, sondern in ganz Deutschland gab es den Bildungsprotest. Ich hoffe, es waren auch viele von euch dabei. Und in Berlin, in Hamburg, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, es waren fast 10.000 Menschen, die unterwegs waren. Und wir machen weiter. Der Druck bleibt da. Genau heute geben wir eine Unterschriftenpetition ab. Wer hat mitgemacht? 100.000 Unterschriften für eine Bildungsoffensive und den Bildungsgipfel. Super! Wir geben das heute ab. Wir brauchten eigentlich nur 50.000 für ein Forum, aber wir dachten uns, nein, wir schaffen auch mehr. Und wir haben die 100.000 geknackt. Und ich möchte euch alle herzlich einladen, kommt vorbei direkt hier im Anschluss, einfach hier rechts die Straße rum, geradeaus zu den Ministergärten. Dort werden wir heute unsere Liste mit diesen 100.000 Unterschriften übergeben und der Druck bleibt auch bundesweit. Und zwar, was wir wollen und was wir brauchen, ist ganz klar, mehr Lehrkräfte. Mehr Erzieherinnen, wir brauchen ein multiprofessionelles Team an den Schulen, dafür braucht es eine Ausbildungsoffensive. Und wir brauchen einen Bildungsgipfel. Es kann mit vielleicht dieser Bildungsministerin, glaube ich, nicht so weitergehen. Das Thema Bildung ist wichtiger als das Chefin-Sache. Wir müssen das als vordringliche Krise angehen. Deshalb brauchen wir einen Bildungsgipfel auf Bundesebene mit Kanzler, mit allen, die da was zu sagen haben und am besten auch mit uns. Kann ja sein, dass wir auch Ahnung davon haben. Deshalb kommt vorbei, genießt das Wetter, macht noch ein bisschen weiter. Das ist unser 19. Streiktag und wir machen weiter. Wir sind nicht müde. Habt noch einen guten Tag. Vielen Dank, Hannes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir mögen in der Zeit.